Hallo Selfies, damit ein bisschen Farbe in diese Baustelle kommt, verzieren wir jetzt diesen Baustellenhocker, schönes rohes Holz, mit der Serviettentechnik. Ihr braucht dazu eine Serviette, Holzleim, ein bisschen Wasser, einen Pinsel und vielleicht ein Tuch, weil es ein bisschen patzt. Und man zieht den unteren weißen Teil vom oberen farbigen ab. Nehme ein bisschen einen Holzleim. Ein kleines bisschen Wasser drauf für die Serviettentechnik, damit der Leim verdünnt wird. Gut ist es, wenn es so eine sauermilchartige Konsistenz hat. Wenn ich das gut eingestrichen habe, lege ich total vorsichtig die Serviette drauf, weil wenn sie einmal klebt, so dünn wie sie ist, kriege ich sie nicht mehr runter. Also ich schaue, dass ich da wirklich die Mitte erwische und das relativ zügig darüber stülpe. Ein bisschen glatt streichen geht. Vorsichtig kann man noch ein paar Falten ausziehen. Echt vorsichtig. So, jetzt schneide ich den Überhang da mal ab. Und weil ich das Ganze jetzt dick mit Leim noch einmal einpinseln werde, hole ich mir am besten eine Unterlage, damit es nicht auf den Boden tropft. Ich bin vorsichtig, dass die Pinselstriche nicht die ohnehin schon nasse Serviette ablösen oder zerstören. Ich lasse mal über Nacht stehen. Der Holzleim trocknet durchsichtig aus, verfälscht nichts und schaut aus, als ob es von der Urtante aus Hawaii wäre. Und das macht doch wirklich Freude.